Hallo, ihr seid bei WB, bei Writing Bull. Ihr seht Aufbauspiele, Aufbaustrategiespiele, aktuelle Strategiespiele, Rundenstrategie, 4X, all diese schönen Dinge. Entweder auf YouTube hier zu sehen oder Abenteuer am Lagerfeuer. Fast alles live aufgezeichnet auf Twitch. An vielen Abenden ab 19 Uhr bis mindestens 23 Uhr Livestreams zu Civilization 6 beispielsweise, Decree auf Gottheit oder hier Großkolumbien, Simon Bolivar, der Herr auf der linken Seite, auch auf Gottheit auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und im Apokalypse-Modus. Zwei Civ-Live-Let's-Play-Reihen laufend nebeneinander her, an wechselnden Wochentagen und kurz danach auch auf YouTube. Das betrifft auch Abenteuer am Lagerfeuer Anno 1800. Jeden Samstag heißt es Anno Samstag bei uns auf Twitch und in der Woche danach immer die Aufzeichnungen auf YouTube. Der Anno Samstag beginnt immer um 17 Uhr. Reiche Ernte, der neue DLC, der herauskommt, Preview-Streams bei uns zu sehen ab dem 29. Mai. Danach auch auf YouTube, der neue DLC vom Season 2 Pass, der uns eine industrialisierte Landwirtschaft bringt, neue Traktoren, Module, Silos und so weiter. Wir haben Bastian Thun dabei, den Community Developer von Anno 1800. Am Release-Tag, am 2. Juni, kommt er vorbei ab 21 Uhr. Ein anderer Entwickler zu diesem Spiel auch bei uns, Space Base Tartopia, Aufbaustrategie von Calypso, mittlerweile in der Beta, Florian de Lang. Einer der Entwickler ist bei uns zu Gast, das wird am 7. sein, am 7. Juni live. Und eine Woche darauf, den Sonntag darauf, Esperados 3, auch mit Entwickler Moritz Wagner, kommt vorbei. Wir spielen kurz vor Release an mindestens zwei Livestreams Esperados 3. Civ 6, Civilization 6 und Anno und Transportiva 2, Quadriga, all die anderen schönen Spiele bei uns zu sehen. Wann? Die Twitch-Termine entdeckt ihr immer, die Livestream-Termine auf der Twitch-Terminliste von mir laufend aktualisiert. Wenn ihr wissen wollt, wann welches Video kommt, schaut auf Patreon vorbei. Dort gibt es einen Programmplan, üblicherweise hinter Paywall, im Moment nicht. Danke an die Patrons, die dort Crowdfunding machen und das für alle in diesen schwierigen Corona-Zeiten freischalten und das abnicken, dass ich das öffentlich zugänglich mache. All die relevanten Links, wann, was, wo zu finden ist, findet ihr in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube. Bis bald, freue mich sehr auf euch und auf die Abenteuer, die wir gemeinsam erleben werden.